Die Steuerung der Entleerung des Harns erfolgt natürlich über das zentrale Nervensystem. Und weil dieses bei der Multiplen Sklerose typischerweise betroffen ist, sind Auswirkungen auf die Blasenfunktion fast immer zu erwarten. Sie können in verschiedener Art sich auswirken. Besonders typisch, dass man sehr schnell auf die Toilette muss, zu wenig Zeit hat, vom Moment, wo man spürt, bis man entleeren muss. Das kann sehr lästig sein im Alltag, weil man eben im Alltag dann eingeschränkt ist. Man muss seine Einkaufstour danach richten, wo wieder Toiletten sind. Man muss die gesellschaftlichen Anlässe unterbrechen, weil man auf die Toilette muss. Und viele Toiletten sind auch nicht genügend zugänglich für Leute, die im Gehen ihre Schwierigkeiten haben. Aber man kann medikamentös hier sehr viel Nützliches tun, vor allem aber auch, wenn man ein Blasenprotokoll macht, Physiotherapie auch im Beckenbodenbereich. Es ist wichtig, dass man solche Themen, die heikel sind, anspricht und eben entsprechend behandelt. Bei Inkontinenz kommt es zu vermehrten Infektionen nicht nur der Harnröhre, sondern auch der Blase. Und wenn so eine derartige Infektion lange andauert oder übersehen wird, weil ein MS-Patient vielleicht wenig Gefühl hat, halt Gefühlsstörungen, dann kann das auch zu schweren Nierenfunktionsstörungen führen. Also Inkontinenz ist ein Risiko für den Patienten. Wir haben nicht nur mit einer Inkontinenz zu tun, sondern wir müssen wissen, dass andere Blasenfunktionsstörungen beim MS-Patienten vorliegen können, je nachdem, wo im Rückenmark, im Hirnstamm oder im Großhirn die Entzündungsherde sind. Sehr häufig haben wir spastische Blasen, die sehr klein sind und nur sehr geringes Fassungsvolumen haben. Das führt zu einer ständigen Urge-Symptomatik, einer Drang-Symptomatik. Die Patienten müssen ständig Wasser lösen. Um solche Situationen beherrschen zu können, gibt es verschiedene medikamentöse Ansätze mit Tabletten, aber auch durchaus mit der Injektion von Botulinumtoxin in die innere Blasenwand. Als allererster Stelle natürlich eine medikamentöse Therapie, aber auch physikalische Maßnahmen. Mit Elektrostimulation kann man einiges bessern und letztlich auch der Katheterismus. Beim Katheterismus selber muss man zwischen zwei Formen unterscheiden. Das eine ist der sogenannte Dauerkatheterismus, das heißt, es wird ein Katheter in die Blase eingeführt, der dauerhaft drin bleibt und die Blase entleert. Zum anderen gibt es aber auch den intermittierenden Katheterismus. Das bedeutet, dass man die Blasenfunktion möglichst natürlich behält, das heißt, die Speicherfunktion bleibt vorhanden, bloß die Entleerung wird künstlich durchgeführt, indem man sich mehrmals täglich einen Katheter durch die Harnröhre einführt und dadurch die Blase entleert. Prinzipiell ist es möglich, den Katheterismus selbst durchzuführen. Das ist auch eigentlich das Hauptziel des Trainings, weil der Patient dadurch ein Höchstmaß an Unabhängigkeit erhält. Wenn er das nicht kann, aus Lähmungsgründen, muss unter Umständen auch eine Hilfsperson das übernehmen. Das Wichtigste, wenn man sich den Katheter aussucht, den man benutzen möchte, ist darauf zu achten, dass es ein sogenannter hydrophil vorbeschichteter oder andersartig gleitfähig gemachter Katheter ist. Wenn man den Katheter benutzt, hat man meistens Einzelverpackungen. Die Katheter sind steril verpackt. Diesen Katheter muss man erst benetzen, dann die Flüssigkeit, die sich in der Tüte ausbreitet, einwirken lassen. Dann kann man die Packung öffnen und hat die Möglichkeit, den Katheter am äußeren Ende zu greifen. Und wichtig ist, dass man die Spitze nicht mit den Händen berührt, da es sonst zu bakterieller Kontamination kommt. Gerade bei milden Blasenfunktionsstörungen durch die MS besteht die Möglichkeit, mit klassischer Physiotherapie und der Beübung des Beckenbodens und eventuell zusätzlichem Biofeedback oder auch Reizstromtherapie die Drangsymptome gut zu beeinflussen und den Betroffenen dadurch deutlich mehr Sicherheit im Alltag zu geben. Vorteil dieser Therapie ist, dass man die Nebenwirkungen, die durch Medikamente eintreten, natürlich nicht hat.